So Leute, Zendikar Rising. Zendikar Rising ist ein Set, wo einfach Expeditions in den Boostern nicht mehr drin waren, sondern nur noch in den Displays. Weshalb es hier nichts Spezielles gibt, was super krass ist, soweit ich weiß. Und das ganze Set ist ziemlich in die Hose gegangen. Aber es sind diese ganzen Ikoria, Teros, Zendikar, die waren alle nicht so der Wahnsinn. Gucken wir uns mal trotzdem an, was wir hier drin haben. Wir haben 3 Mana Broken Wings, zerstören Artefakte, Verzauberung oder eine Kreatur mit Fliegend. Guldras Mucklord. Okay, 3 Mana, 2-3 Krokodil. Wenn es stirbt, legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. 2-3 Krokodil. Tazem Raptor, 3 Mana, 2-2 fliegend. Immer wenn er ins Spielfeld kommt, kann man ein Land zurück auf die Hand nehmen. Für Landfall bestimmt gut. Zulaport Duelist. Okay, 1 Mana, 1-1 Human Rogue Flash. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur -2/-0 bis zum Ende des Zuges. Und der Besitzer dieser Kreatur mild 2 Karten. Synchronized Spellcaster. 5 Mana Instant, fügt 4 Schaden zu an der Kreatur und x Schaden an den Besitzer, wo x die Anzahl an Karten in der Party sind. Ready? 1, 2. Cleric, Rogue, Warrior, Wizard sind eine Party. Might of the Murasa. 2 Mana Kicker. Also 2 Mana plus Kicker, 3 Mana. Eine Kreatur kriegt +3/+3 bis zum Ende des Zuges, wenn den Kicker wurde +5/+5 bis zum Ende des Zuges. Das ist nicht schlecht. Oblivion's Hunger. 2 Mana. Eine Kreatur kriegt Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Und ihr zieht eine Karte, wenn die Kreatur eine +1/+1 Marke hatte. Expeditionschampion. Human Warrior. Ja, da sind sie. Die Warrior. 3 Mana, 2-3. Solange ihr einen anderen Warrior kontrolliert, kriegt der +2/+0. Er muss sich ja beweisen. Was? Ah ja. Oh, ich vergesse jedes Mal. 2 Mana, 3-2 Defender. Landfall. Der verliert Defender. Das ist ein Squid. Skyclave Squid. Wow. Prowling Felida. 4 Mana, 2-3 Wachsamkeit. Landfall, der kriegt eine +1/+1 Marke. Cat Beast. 5 Mana, 4-4 fliegend. Immer wenn ein Spell gekickert wurde, zieht man, scryt man Spice. Halt, man guckt sich 2 Karten an, kann die drunter legen. Oh, noch so eine, okay. 2-1-1, Brushfire Elemental kann nicht von Kreaturen mit Stärke 2 oder mehr geblockt werden, mit Eile. Und immer wenn ein Land ins Spiel kommt, kriegt der +2/+2 bis zu meines Zuges. Rolling Regrowth. 3 Mana, man opfert ein Land, sucht sich sein Deck nach 2 Standardländern, bringt die Karte ins Spiel und mischt dann sein Deck. Ist das nicht einfach Harrow und schlecht? Naja. Okay, unser Land ist ein River Glade Pathway. Okay, tappen für ein blaues oder... Ah, tappen für ein rotes, ich erinnere mich, die habe ich super hart gehatet und hatte Unrecht. Also nicht in dem Maß, in dem ich sie gehatet habe. Ja, die sind ganz cool für Commander-Spieler und wurden im Standard, glaube ich, auch ziemlich gut gespielt. Ja, Zendikar Rising, bin ich da auch nochmal dran gekommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.